Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 55, Antrag der Fraktion DIE LINKE, betreffend eine Aktuelle Stunde. Bundesregierung erwägt kostenlosen ÖPNV. Hessen muss Vorreiter sein, statt zu bremsen. Ich weise darauf hin, dass wir nach dieser Aktuellen Stunde den Tagesordnungspunkt 62, den Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE, abstimmen werden. Das Wort hat die Frau Kollegin Janine Wissler. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Frankfurter OB-Wahlkampf wurde ich lange belächelt für unsere Forderung nach einem Nulltarif für Bus und Bahn. Das sei ja völlig unrealistisch. Das änderte sich vor zwei Wochen, als mehrere Bundesminister den kostenlosen ÖPNV in einem Brief nach Brüssel als eine mögliche Maßnahme zur Luftreinhaltung in den Städten bezeichneten. Und da zeigt sich, wie schnell sich der politische Wind drehen kann und aus unrealistisch und utopisch eine ernsthaft diskutierte Idee wird. Und das zeigt, was unrealistisch ist und was nicht, ist eben vor allem eine Frage des politischen Willens, meine Damen und Herren. Und wenn in Deutschland Fahrverbote drohen, dann wird man plötzlich erstaunlich kreativ. Schön wäre es aber auch, wenn man nach dem Dieselskandal endlich einmal die Autoindustrie zur Rechenschaft ziehen würde, damit die für die Folgen ihres Betruges gerade stehen muss und nicht die betrogenen Autofahrer. Plötzlich wurde die Idee des Nulltarifs also ernsthaft diskutiert, über die Frage hinaus, ob das möglich ist, dazu, wie das möglich wäre. Und viele Menschen finden diese Idee sinnvoll als Beitrag zu einer sozial-ökologischen Verkehrswende. Aber leider nicht alle. Und unter den Ersten, die erst einmal kräftig auf die Bremse traten, war der hessische Verkehrsminister Al-Wazir. Statt das als Grüner zu begrüßen, positiv aufzunehmen und Geld zur Umsetzung von der Bundesregierung zu fordern, hat er die ganze Idee sofort als nicht durchdacht und unrealistisch verworfen, obwohl gar nicht mehr von der Bundesregierung kam, als die Möglichkeit einmal in Erwägung zu ziehen. Man könnte die Idee doch erst einmal diskutieren, statt sie abzuwürgen, Herr Minister. Man erinnert sich ja wehmütig zurück an Zeiten, in denen die GRÜNEN noch Visionen hatten und auch einmal über den Tag hinaus dachten. Als die GRÜNEN Anfang der 80er Jahre den Atomausstieg gefordert haben, wurden sie als Spinner abgetan, zu Unrecht. Und ich finde, auch heute sollten Sie einmal mehr darüber nachdenken, wie man gute Ideen umsetzen kann, statt umgehend Argumente zu ihrer Verhinderung zu entwickeln, meine Damen und Herren. Mittlerweile ist die Bundesregierung wieder zurückgerudert, denn eigentlich sollte ja auch nur Brüssel davon abgehalten werden, die deutschen Diesel-Pkw zu gefährden und nicht die Menschen auf Ideen gebracht werden. Ein Nulltarif ist aber sinnvoll, auch wenn auch nicht von heute auf morgen. Man könnte die Preise langsam senken und gleichzeitig das Angebot ausbauen, barrierefrei und mit guten Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Gesundheitsschädliche Schadstoffe in den Städten könnten so reduziert werden. Pendler aus dem Umland müssten nicht mit dem Auto in die Innenstädte fahren, gäbe es einen Nulltarif statt der 90-Euro-Monatskarte. Und es wäre ein Beitrag, die Klimaziele noch einhalten zu können, statt sie immer weiter nach hinten zu verschieben. Und es wäre natürlich auch eine wichtige sozialpolitische Maßnahme, die Menschen mit schmalem Geldbeutel von Mobilitätskosten entlastet und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Wir sollten ÖPNV als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten, statt den Nutzern die Ticketkosten aufzubürden. Und bereits heute wird in Hessen fast die Hälfte der Kosten für den ÖPNV-Betrieb aus Steuermitteln gedeckt. Die Ticketerlöse machen die andere Hälfte aus. Anderswo ist es deutlich weniger, in Berlin beispielsweise. Und durch die Erhöhung des Steueranteils an der Finanzierung könnte man die Fahrpreise schon einmal deutlich senken in einem ersten Schritt. Und die Spielräume auf Bundesebene, die sind doch da. Wir haben doch hohe Haushaltsüberschüsse. Und bei den zweistelligen Milliardenbeträgen für die Subventionen von Diesel, Kerosin und Dienstwagen, da fragt nie irgendjemand, wie das denn finanziert wird. Dieses Geld könnte man komplett umleiten in den ÖPNV, meine Damen und Herren. Zudem könnte man Unternehmensabgaben erheben. Die Stadt Wien beispielsweise erhebt eine U-Bahn-Steuer von 2 € pro Arbeitsplatz und Woche, die zweckgebunden in den ÖPNV-Ausbau fließt. Und wir wollen, dass viel mehr Menschen
als heute Busse und Bahnen nutzen. Und dazu brauchen wir einen erheblichen Ausbau der Infrastruktur und des Angebots. Und das muss mit Preissenkungen einhergehen. Das darf doch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Eine ähnliche Debatte hatten wir übrigens bei den Kitas. Jahrelang haben Sie erzählt, Qualität und der Ausbau des Betreuungsangebots seien viel wichtiger als die Kostenfreiheit. Das sei völlig unrealistisch. Und auf einmal geht es doch, zumindest ein bisschen. Und es gibt den Nulltarif doch bereits in der Praxis. In Estland, in französischen Gemeinden, in Melbourne ist die Straßenbahn kostenlos mit der Begründung, dass die Stadt so Geld spare. Denn es fahren weniger Pkw durch die Stadt, die Straßen halten länger, Unfälle sind seltener, die Luft ist besser und es muss keine Fahrkartenkontrolleure mehr geben und die kostspieligen Strafverfahren gegen Schwarzfahrer fallen weg. Und deshalb, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss, über die Möglichkeiten einer anderen Finanzierung möchten wir mit Fachleuten und Zuständigen diskutieren. Wir schlagen eine Anhörung im Landtag vor zur Frage, wie alternative Finanzierungskonzepte und ein Nulltarif aussehen könnten. Und ich finde, vor Erkenntnisgewinn, meine Damen und Herren, muss sich wirklich niemand fürchten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Titel der Aktuellen Stunde lautet: Bundesregierung erwägt kostenlosen ÖPNV. Hessen muss Vorreiter sein, statt zu bremsen. Da kann man erst einmal festhalten, Hessen ist bereits Vorreiter bei guten und innovativen Angeboten des ÖPNV. Das Schülerticket und die Freifahrtberechtigung für die Landesbediensteten sind ein voller Erfolg. Ich bin noch gerade dabei. Sie ermöglichen einen kostengünstigen und einfachen Zugang zum ÖPNV und leisten damit einen Beitrag, dass die Menschen vom Individualverkehr auf Busse und Bahnen umsteigen. Oder im Fall der Schülerinnen und Schüler und Auszubildenden einfach dabei bleiben, weil sie das gute Angebot genutzt haben und dann sehen, wie praktisch das ist. Damit ist ein großer Beitrag zum Klimaschutz geleistet, ein großer Beitrag für bezahlbaren ÖPNV und Teilhabe, aber auch ein Beitrag zur Stauvermeidung. Denn wenn diejenigen, die nicht unbedingt müssen oder wollen, nicht das Auto nutzen, haben die anderen mehr Platz und die Situation auf den Straßen entspannt sich. Das Angebot kostenloser ÖPNV klingt ja auf den ersten Augenblick verlockend. Wer möchte nicht möglichst viel kostenlos haben? Das geht ja jedem von uns so. Aber gerade der konkrete Vorstoß der drei Minister Hendrik, Schmidt und Altmaier war alles andere als durchdacht, sondern nur eine Maßnahme, das haben Sie auch gesagt, um Fahrverbote zu vermeiden und Strafzahlungen an die EU zu verhindern. Und mittlerweile hat sich das ja auch erledigt, da die vorgeschlagenen Städte gar nicht mitmachen wollen. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass verstärkt über Busse und Bahnen diskutiert wird und über eine andere Verkehrspolitik geredet wird, auch über kostenlosen ÖPNV. Die Diskussion ist ja nicht neu, sie kommt immer wieder. Bereits in den 60er Jahren haben wir darüber diskutiert, also ich noch nicht, aber andere. Auch das Thema Umlagefinanzierung kommt immer wieder, und dann wird immer das Beispiel Frankreich genannt. Aber es gab gute Gründe, weil Frankreich eine andere Situation hat und andere Abgaben hat als Deutschland. Also, auch darüber wird schon unendlich lange diskutiert, und immer wieder gab es gute Gründe, das eine oder andere nicht zu tun. Deswegen ist der Weg, den wir gehen, Angebote auf freiwilliger Basis zu setzen, wie ihn die Landesregierung auch weiter umsetzt, genau der richtige Weg. Dass sich etwas in der Verkehrspolitik ändern muss, ist unstrittig. Die Menschen sind da viel weiter als die Politik, natürlich nicht die hessische, sondern die Bundespolitik. In der letzten Hessen-Umfrage war eine deutliche Mehrheit, egal welcher Parteienanhängerschaft, für den Ausbau des ÖPNV. Und das ist auch der Weg, den wir als Erstes gehen müssen. Da muss der Bund erheblich mehr investieren. Wir erinnern uns alle an die 10 Verhandlungen zu den Regionalisierungsmitteln, zu den mageren GVFG-Mitteln für die Großprojekte. Da bewegt sich jetzt endlich etwas. Sollte die GroKo zustande kommen, wird das Geld ja erhöht. Aber da muss noch viel mehr passieren. Das reicht bei Weitem nicht. Professor Ringert vom RMV antwortet auf die Frage,
was für einen kostenlosen ÖPNV benötigt wird, eine Regionaltangente Ost, eine Regionaltangente Süd, eine gemeinsame, parteiübergreifende Vision davon, wie wir die Herzkammer der europäischen Wirtschaft zu einer klimaneutralen Region gestalten. Das ist, denke ich, der Weg, dem ist nichts hinzuzufügen. Die Attraktivität des Angebots muss stimmen, und die Preise müssen bezahlbar sein. Wir haben die Preissteigerung im RMV jedes Mal kritisiert. Und es muss einfache Zugänge auch zum ÖPNV geben. Die Menschen wollen sich nicht mit Tarifen und Verbundgrenzen auseinandersetzen, sondern einfach einsteigen und losfahren. Und das ist der Weg, den wir gehen. Wir wollen als nächsten Schritt ein Seniorenticket für ganz Hessen ab 9 Uhr, und das auch aus Klimaschutzgründen. Nämlich die Seniorinnen und Senioren wollen im Alter mobil sein. Deswegen sind sie die Gruppe, die am meisten noch das Auto benutzt. Wenn wir denen als nächstes ein attraktives Angebot schaffen, könnte das den einen oder anderen zum Umstieg bewegen. Ein langfristiges Ziel muss dann ein Bürgerticket sein, was für bezahlbar für alle ist. Also Schritt für Schritt das Angebot sowohl bei den Tickets als auch beim Ausbau verbessern, ist der Weg, den wir gehen wollen. Ich hoffe, viele Menschen gehen diesen Schritt mit und setzen sich für einen guten, bezahlbaren ÖPNV, gute Rad- und Fußwege und gute sanierte Straßen und Brücken ein. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ein spannendes Thema, was die LINKEN sich für die Aktuelle Stunde gewählt haben. Und in der Tat gebe ich Ihnen auch recht, dass wir ja froh wären, wenn in den Fragen die Landesregierung nicht immer auf der Bremse stehen würde, sondern selber mit eigenen Ideen vorangehen würde. Aber am Ende des Tages schauen wir uns doch einmal an, für das, was wir als Land Hessen die originären Landesmittel auch im Bereich des ÖPNVs ausgeben. Das machen wir deswegen, um keine Abbestellungen vorzunehmen, sondern dass wir das, was wir an Angeboten haben, überhaupt sichern können, um den Status quo zu sichern. Also, das heißt, Weiterentwicklung, Veränderung, Verbesserung nach vorne sind deswegen mit diesen Mitteln so nicht möglich. Und da wäre eigentlich das Landesengagement gefragt und deswegen sehr wohl eher das Gaspedal als die Bremse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es gibt ja viele Beispiele, die in der Tat kostenfreien ÖPNV auch umgesetzt haben. Die großen Beispiele wie Tallinn kann sich jeder sozusagen schon runterbeten und beschreiben. Aber es gibt viele kleinere Beispiele, auch wenn ich nach Belgien schaue, die Stadt Hasselt oder in Deutschland Templin, die da Vorreiter waren, in diesen Bereichen einen kostenfreien ÖPNV anzubieten, mit unterschiedlichen Zahlen. Dann haben doch alle Beispiele eines gemeinsam. Die Steigerungszahlen im öffentlichen Personennahverkehr sind ungefähr das 15-fache des davor gemessenen Fahrgastaufkommens jeweils nach der Kostenfreiheit. Rechnen wir uns das allein einmal für den RMV mit 2,5 Millionen Fahrgästen im Jahr einmal aus, das 15-fache. Wie will denn diese Infrastruktur, die wir seit über 20 Jahren so vernachlässigen in Hessen, wo es keine entsprechenden Neubauprojekte mit gibt, wo das alles auf der Strecke bleibt, wie wollen wir denn diese Steigerung nachher bei der Kostenfreiheit hinbekommen? Nein, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe ist da in erster Linie und als erster Schritt die Infrastruktur zu schaffen, damit ich überhaupt im Ballungsraum zum Beispiel diese Angebote schaffen kann. Und auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, ich komme aus einem Ort mit 600 Einwohnern. Ja, was nützt mir im Zweifelsfall, dass der Bus nichts kostet, wenn der eigentlich nicht fährt? Von daher auch dort die Frage der Infrastruktur, des Angebotes, der Verlässlichkeit des Angebotes. Und dann kann ich dann im Schritt dahin gehen, tatsächlich die Kostenfreiheit umzusetzen, meine Damen und Herren. Es geht um Prioritätensetzung. Ja, der ÖPNV muss günstiger werden. Ja, im ÖPNV muss ich diese Zielrichtung haben. Aber ich begrüße das, dass die Bundesregierung, dass die Bundesrepublik selber sagt, dass das ein Thema ist, weil umgekehrt glaube ich, dass Sie dann auch endlich einmal erkennen, dass Sie da auch finanziell mit in der Mitverantwortung sind. Von daher freue ich mich eher als Herr Minister, dass Sie überhaupt mit den Ideen im Bund um die Ecke kommen, weil dann können wir nämlich auch einmal mit dem Bund darüber reden, was Sie alles noch beizutragen haben für Infrastruktur, für all diese Angebote. Also von daher deswegen in der Tat die Überschrift richtig. Das muss ich nicht einfach ablehnen und sagen, das geht nicht. In der Tat, da stimmt, da haben
Sie auch mit Ihrem Antrag leider nicht recht, die Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN, dass das jetzt einfach einmal beschlossen wird und dann funktioniert das. Aber am Ende des Tages ist das, glaube ich, das Ziel. Und dafür brauchen wir eine Gesamtverantwortung von ganz vielen, meine Damen und Herren. Und wenn ich sehe, dass meine Uhr stehen geblieben ist, ich habe jetzt gerade erst 14 Sekunden gesprochen, habe ich offensichtlich noch lange Zeit, dieses Thema auszuführen, meine Damen und Herren. Von daher, jetzt läuft sie wieder. Von daher, ja, in der Tat, vielleicht Verspätung. Von daher, meine sehr verehrten Meine Damen und Herren, bitte, wir gucken doch mal mit der Uhr, das kriegen wir schon hin. Macht noch ein bisschen. Herr Präsident, keine Sorge, da habe ich vollstes Vertrauen in Ihre Sitzungsleitung. Von daher glaube ich, dass das wichtig ist, dass wir in diesem Dreiklang vorangehen. Die Frage des Angebots, des verlässlichen Angebots, des flächendeckenden, sicheren Angebotes, dann die Bezahlbarkeit anzugehen, mit dann dem Langfristziel das hinzubekommen. Und da gibt es ja, wie gesagt, schon Beispiele, da gibt es einiges an Themen. Und ja, wir müssen auch für verschiedene Bevölkerungsgruppen dort ÖPNV schneller als vielleicht für alle dann günstiger machen. Und deswegen ist es eine Frage der Gerechtigkeit, auch wenn ich darüber rede, dass ich im Bereich Jobtickets nicht nur bei den Landesbediensteten das Thema hochfahre, sondern wie gehen wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der freien Wirtschaft um? Wie kommen wir dort im Bereich Jobticket voran? Wie kann das Land das noch mit unterstützen? Da bin ich mit dabei in der Frage der wirklichen echten Mobilitätsberatung, damit ich eine Verzahnung der verschiedenen Verkehrsträger hinbekomme. All diese Themen sind uns, glaube ich, richtig und wichtig. Und notwendig, dass dort Hessen in der Tat Vorreiter wird und nicht wirklich sozusagen abwartet, wie der Zwischenruf von hier drüben gerade eben war. Aber Gott, bei der Union ist mir das nicht anders gewohnt. Irgendwie na, warten wir ab, dass irgendwie Tarifpartner das machen oder wer auch immer. Ja, immer alle anderen. Ja, gut, das ist ja egal, ob Union oder. Von daher immer zu sagen, andere müssen vorangehen. Ich fände es mal ganz spannend, wenn das Land Hessen da tatsächlich selber in die Vorhand geht und das noch aktiv mit vorantreibt, meine Damen und Herren. Lieber Kollege Eckert, nach meiner Schätzung langt es jetzt bald, aber ein bisschen Schlusswort noch. Deswegen, Herr Präsident, ich habe auch gerade geguckt, ich habe soweit alles. Von daher, meine Damen und Herren, zu dem Antrag der LINKEN. Ich finde den letzten Absatz, den Sie beantragt haben, der ist auch richtig, weil Erkenntnisgewinn auch in dieser Frage, wie gehen wir voran, das ist richtig und notwendig. Das ist auch unterstützenswert. Das werden wir auch weiter in den Beratungen vorantreiben. Ich persönlich glaube aber, dass eher unser Ansatz danach auch die Rückmeldung bekommen wird, zu sagen, wir müssen die Infrastruktur ausbauen in Stadt und in Land, wir müssen das Angebot versorgen und dann geht es in weiteren Schritten hin zum kostenfreien ÖPNV. Aber damit kann ich nicht starten. Von daher, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Wir freuen uns immer vom Präsidium, wenn wir die Redner glücklich machen können. Das haben wir Ihnen auch wieder gemacht. Dann rufe ich jetzt als Nächsten auf den Kollegen Lenders von der FDP. Ich mache mal auch glücklich jetzt. Ja, ja, das mit der Uhr. Ja, fangen wir mal an. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Wissler, kostenlosen ÖPNV wird es auch in Ihrem Modell nicht geben. Denn er ist nicht kostenlos, es zahlt nur jemand anders. Und das ist der erste Erkenntnisgewinn, den Sie haben müssen. Dann kann ich mich gleich an den Kollegen Tobias Eckert anschließen. Solange Sie nicht ein flächendeckendes Angebot wirklich auch für ÖPNV haben, ist es sogar eine Frage der Gerechtigkeit. Wie wollen Sie denn jemandem im ländlichen Raum erklären, der auf das Fahrzeug, auf den Pkw angewiesen ist und überhaupt gar keinen ÖPNV nutzen kann, dass er mit seinen Steuergeldern aber dann denjenigen, der im Ballungsraum wohnt, quasi quersubventioniert? Meine Damen und Herren, das ist nicht gerecht, was Sie vorhaben. Bedauerlich ist, dass ausgerechnet diese Frage kostenlosen ÖPNV vom Chef des Bundeskanzleramtes, von Herrn Peter Altmaier, in die Welt gesetzt worden ist, der jetzt designierter Wirtschaftsminister werden soll. Also es ist, ich weiß nicht, er soll der Nachfolger von Ludwig Erhard werden. Also Ludwig Erhard würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er von solchen Thesen etwas hören würde. Meine Damen und Herren, mit Markt und Freiheit hat so etwas überhaupt nichts zu tun.
Meine Damen und Herren, wir setzen eher auf die Frage einer Qualitätsverbesserung. Wir wollen guten ÖPNV, gute Infrastruktur, ausreichend Sitzplätze, hohe Taktung bei den Verbindungen, flächendeckenden Internetzugang. Da können wir uns heute ja auch noch einmal bei unserem Antrag noch einmal darüber unterhalten. Und wir wollen moderne Züge und Busse, die sauber sind. Wir wollen saubere Haltestellen. Wir setzen eher auf Qualität als auf Kostenlosigkeit. Ich glaube, dass es die Menschen viel mehr überzeugt, ein attraktives Angebot dann auch anzunehmen, was dann auch am Ende gerecht ist, weil ich dann selber als Bürger entscheiden kann, nutze ich dann den ÖPNV oder nutze ich mein Fahrzeug oder das Fahrrad oder ich gehe zu Fuß, wie auch immer. Es bleibt bei meiner freien Entscheidung. Und, Herr Staatsminister Al-Wazir, an der Stelle haben Sie sich schon öffentlich deutlich geäußert. Das darf ich sagen, also Ihre Meinung teile ich da. Oh Gott, machen Sie mir das nicht so schwer. Jetzt lobe ich ihn mal, das will das auch nicht wissen. Aber Sie haben natürlich ein Stück weit mit der Einführung des Schülertickets und des Jobtickets einen Beitrag dazu geleistet, dass es jetzt heißt, na ja, jetzt wollen wir aber bitte schön den ÖPNV kostenlos für alle haben. Das waren vor allen Dingen die Vertreter der Rentner, die dann zu mir gekommen sind, der Senioren, die gesagt haben, ja, Herr Lenders, das ist eine tolle Idee, wir hätten das jetzt auch ganz gerne. Und die Nächsten kommen ja auch. Also, Sie haben damit Begehrlichkeiten geweckt. Sie haben damit Begehrlichkeiten geweckt, Herr Frömmrich, die Frau Wissler quasi jetzt nur konsequent in ihrem Gedankengang vollzieht. Und das steht im klaren Widerspruch zu dem, was der Staatsminister Al-Wazir gesagt hat. Und, meine Damen und Herren, wir werden an dieser Stelle dem kaum Einhalt gebieten können. Wir haben es ja eben von der Frau Müller gehört. Also, ich muss sagen, Respekt, Frau Müller hat, weiß Gott, mehr Fachkenntnis, was den ÖPNV anbelangt, ist ja viel tiefer im Thema drin als die Kollegin Wissler. Aber dennoch hat auch sie den Fehler gemacht, jetzt zu sagen, ja, wir brauchen dann ein Seniorenticket, dann brauchen wir das Bürgerticket. Solange es nicht flächendeckend zur Verfügung steht und damit Daseinsvorsorge überhaupt werden kann, ich glaube nicht, dass das überhaupt jemals umzusetzen ist, um nicht die vorhandenen Mittel tatsächlich vollkommen überzustrapazieren. Ich finde das ja schon immer interessant. Wir haben uns gestern noch über das Gesetz der Mobilitätsförderung in Hessen unterhalten. Und Herr Eckert hat ja schon darauf hingewiesen. Da geht es um die Kommunalstraßen, da geht es um den Ausbau der Infrastruktur. Also die paar Kröten jetzt sozusagen flächendeckend für ÖPNV zur Verfügung zu stellen, ich weiß gar nicht, wie Sie das machen wollen. Das würde sämtliche Haushalte, sämtliche Landeshaushalte sprengen. Meine Damen und Herren, solange Sie das nicht darstellen können, ist die Frage kostenloser ÖPNV nicht nur eine Frage von Daseinsvorsorge, sondern eben auch von Gerechtigkeit. Es ist eben so, kostenlos gibt es da nichts. Es zahlt nur jemand anders. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Uli Caspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! DIE LINKEN haben einen Punkt aufgerufen, der sich mit dem Thema ÖPNV und kostenlosem ÖPNV beschäftigt. Aufhänger ist hier, neben dem, was Sie, Frau Wissler, ausgeführt haben, dass Sie das Thema ja schon im Oberbürgermeisterwahlkampf in Frankfurt sehr engagiert vertreten haben, dass man seitens der Bundesregierung Überlegungen angestellt hat, welche Mittel könnte es geben, die dazu einen Beitrag leisten können, dass die Luftqualität sich in den Städten verbessert. Und natürlich ist es richtig zu überlegen, können wir den ÖPNV attraktiver machen, um dadurch einen Beitrag zu leisten, dass es weniger Schadstoffe in den Kommunen gibt. Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich auch überlegen, ob die Variante, ihn kostenfrei zu machen, zu einer Lösung beitragen könnte. Das ist erwogen worden. Auch wir haben ja hier oft schon darüber diskutiert. Nur, man muss natürlich sagen, das eine Thema ist ja,
wer zahlt die Kosten? Die werden ja nicht weniger, wenn diejenigen, die den ÖPNV nutzen, nicht mehr damit fahren können. Das Zweite ist, wir müssen dann vielleicht mit einer größeren Nachfrage rechnen. Wir müssen von daher die Kapazität ausweiten. Auch das sind natürlich Kosten. Das ist aber nur das Kostenthema. Das andere Thema ist doch, dass bisher diejenigen, die diese Transportleistungen anbieten, kundenfreundlich sein müssen, weil sie sagen, wir haben etwas davon, wenn Kunden mitfahren. Das heißt, sie haben ja auch ein Anreizsystem, wenn sie sich um Kunden bemühen müssen. Wenn sie von den Kunden sowieso nichts bekommen, dann können sie feststellen, und das ist eben die Erfahrung, die wir in den Ländern haben, in denen man solche Versuche gemacht hat, dass die Qualität der Leistung abgenommen hat, weil es überhaupt keinen Anreiz dieses Unternehmens mehr gab, alles zu tun von Sauberkeit, von Sicherheit, von Qualität, sich so aufzustellen, dass eben man Kunden akquirieren und Kunden werben kann, die eben den ÖPNV benutzen. Also ich glaube, aus Kundensicht ist das auch nicht die beste Lösung. Aber Sie selbst wissen das ja auch, dass die Idee, die Sie immer wieder bringen, dass die illusorisch ist und dass die sich nicht durchsetzen lässt. Ja, Sie sprechen immer gern davon, was andere machen sollten. Viel interessanter ist doch einmal anzuschauen, was Sie gemacht haben, dort, wo Sie regiert haben oder wo Sie regieren. Also zunächst einmal, ich meine, ich könnte ja auf die Historie eingehen. Ich könnte ja sagen, dort, wo Ihre Partei regiert hat, als sie noch den Namen SED führte, mussten die Menschen auch bezahlen, wenn sie die Straßenbahn und den Bus benutzt haben. Dann können Sie sagen, das ist lange her, und unsere Geschichte wollen wir ja verdrängen. Deswegen dürfen wir heute nicht mehr darüber reden. Das ist ja auch in Ordnung. Die Meinung kann man ja auch haben. Aber dann müssen Sie sich dann, also es wäre schon sinnvoll, wenn Sie auch einmal zuhören können, auch wenn der. Meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich wieder. Der Kollege Caspar hat das Wort. Gar nicht auf die Geschichte eingehen, aber schauen wir uns doch einmal an, wie es aktuell aussieht. Es gibt ja schließlich ein Land, in dem Sie den Ministerpräsidenten stellen. Und diese Landeshauptstadt, in der der Ministerpräsident agiert, die heißt Erfurt. Und wenn Sie sich anschauen, da gibt es keinen kostenlosen ÖPNV. Sondern interessant ist doch, dass dort die Schülerinnen und Schüler, nur wenn sie sich in der Stadt Erfurt bewegen müssen, im Jahr dafür 520 € bezahlen müssen. In Hessen haben wir die Regelung, dass die Schülerinnen und Schüler sich in ganz Hessen für 365 € bewegen können. Und dann sind Sie doch bestimmt nicht die Richtige, die uns hier erzählen, wie wir die Dinge in Hessen regeln müssen. Meine Damen und Herren, es ist eben so, dass auch in der Frage des attraktiven ÖPNV Hessen vorn ist. Das bedeutet, dass wir nicht nur so viel in den ÖPNV investieren wie noch nie, dass wir die Strecken ausbauen, dass wir die Kapazitäten ausbauen, dass wir mit den Landesbediensteten und Gewerkschaften zusammen eine Regelung getroffen haben, dass die Landesbedienstete ebenfalls den ÖPNV nutzen können. Im Rahmen eines Landesbediensteten-Tickets. Wir haben eben das Schülerticket für 365 €. Das sind Rahmenbedingungen, die besser als in anderen Bundesländern sind und auf jeden Fall besser, Frau Wissler, als in dem Bundesland, in dem Sie den Ministerpräsidenten stellen. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, Busse und Bahnen müssen eine attraktive und praktikable Alternative zum Auto sein. Und ja, der öffentliche Personennahverkehr muss leistungsfähiger und besser werden. Wobei ich in diesem Zusammenhang schon einmal darauf hinweisen will, dass wir in Hessen einen leistungsfähigen
öffentlichen Personennahverkehr haben, der in den letzten 20 Jahren immer attraktiver geworden ist. Das sollte man nicht vergessen. An dieser Stelle nur einmal die Fahrgastzahlen des RMV. Im ersten vollen Jahr des Bestehens des RMV 530 Millionen Fahrgäste, das war 1996. Im letzten Jahr Rekord 747 Millionen Fahrgäste, das heißt 220 Millionen Fahrgäste mehr. Ich will aber ausdrücklich sagen, wir müssen noch besser werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen leistungsfähiger und noch besser werden bei Komfort, bei Geschwindigkeit und am besten bei beidem. Dafür brauchen wir mehr Geld. Das ist richtig. Dafür brauchen wir mehr Geld. Und die spannende Frage ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es uns gelingt, mehr Geld in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen, wofür geben wir dieses Geld aus? Und ich habe da eine ganz klare Priorität. Ich möchte, wenn es uns gelingt, gesamtgesellschaftlich, Bund, Land, Kommunen, mehr Geld in diesem Bereich zur Verfügung zu stellen, dass wir dieses Geld in die Qualität investieren und dass wir dieses Geld in die Infrastruktur investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will an dieser Stelle sagen, Stichwort Bundesregierung. Ja, ich habe am ersten Tag gesagt, die Planspiele der Bundesregierung für einen kostenlosen ÖPNV sind nicht durchdacht. Ich fühle mich durch das, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, bestätigt in dem, was er bestätigt, weil es fing ja damit an, dass die fünf Städte, die da ausgewählt wurden, in einem Brief nach Brüssel gar nichts davon wussten, von ihrem Glück. Und wer ein bisschen verfolgt hat, dass die Städte in den letzten beiden Tagen das erste Mal dann im Bundesumweltministerium waren, gesagt haben, ja, wer sorgt für die Infrastruktur, wer zahlt die Kosten, und dann am Ende der Gespräche mit der Bundesregierung gesagt haben, also wenn das so ist, dann wollen wir das eigentlich selbst nicht. Das zeigt, dass es nicht durchdacht war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dabei bleibe ich, weil die drei wichtigsten Fragen bleiben offen bei dem, was die Bundesregierung da in den Raum gestellt hat. Wie soll das Angebot von Bussen und Bahnen finanziert werden? Wie kann die notwendige Infrastruktur kurzfristig ausgebaut werden? Wie bezahlen wir das? Wie können kurzfristig die notwendigen Fahrzeuge und das Fahrpersonal bereitgestellt werden, und wie bezahlen wir das? Ich will Ihnen ausdrücklich sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, langfristige Ziele zu haben, auch Träume zu haben. Aber, liebe Kollegin Wissler, wer den letzten Schritt vor dem ersten tut, der kommt in aller Regel nicht voran, sondern der fällt auf die Nase. Und genau das ist so. Und deswegen Na, wissen Sie, ich kann mich erinnern, wir haben hier vor einem Jahr gestanden, als der Busfahrerstreik war. Und alle haben gesagt, die sollen ordentlich bezahlt werden. Und im Übrigen haben wir das jetzt gemacht. Wir sind in Verhandlungen über eine Preisgleitklausel, damit am Ende auch ordentliche Bezahlung von Busfahrern auch über die Finanzierung sichergestellt werden kann. Auch das muss jemand bezahlen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und immer nur zu sagen, im Himmel ist Jahrmarkt, wir machen alles gleichzeitig, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und deswegen, das funktioniert nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen muss man sich sehr genau überlegen, warum, Kollegin Wissler, warum die Bundesregierung eigentlich einen solchen Brief an die EU geschrieben hat. Frau Kollegin Wissler, habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Die Bundesregierung hatte bei ihrem Brief nach Brüssel nicht Busse und nicht Bahnen vor Augen, sondern das Auto. Es ging eher darum, Fahrverbote abzuwenden, eine Klage der EU-Kommission wegen dauerhafter Nichteinhaltung der Luftqualitätsvorgaben irgendwie abzulenken. Es war also eher ein Ablenkungsmanöver. Deswegen sollten Sie sich überlegen. Und deswegen, aber ich will das jetzt einmal zum Anlass nehmen. Wenn wir jetzt schon über diese Frage reden, gesamtgesellschaftlich, dann schauen wir doch einmal darauf, wie der Bund in den letzten Jahrzehnten, mit Bussen und Bahnen umgegangen ist. Und da ist die Bilanz ziemlich traurig.
Seit 30 Jahren ist rund um den zentralen Bahnknoten Frankfurt nichts vorangekommen, was den Infrastrukturausbau angeht. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Druck gemacht. Wir haben Schwung in etliche Projekte gebracht. Homburger Damm, Frankfurt Stadion, S-Bahn Gateway Gardens, Ausbau S6, Warlauer Spange. Aber das hat immer etwas damit zu tun, dass am Ende eine Landesregierung gesagt hat, jetzt macht endlich mal was. Wenn am Ende eine solche Diskussion dazu führt, dass der Bund dann endlich bereit ist, Mittel zur Verfügung zu stellen, damit es im Infrastrukturausbau vorangeht, dann soll es mir recht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nämlich dringend nötig. Und deswegen sehr deutlich, wir haben mehr Geld bereitgestellt. 800 Millionen € im Jahr für die Verbünde, das sind 24% mehr als in der vorangegangenen Finanzierungsperiode. Das ist uns gelungen. Und dieses Geld wird jetzt in zusätzliche Angebote investiert, in zusätzliche Züge, in zusätzliche Busse, in die X-Bus-Linien des RMV mal als Beispiel. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Infrastruktur nicht mithält, dann funktioniert das Ganze nicht. Deswegen habe ich eine klare Priorität. Wir müssen besser werden, und das bedeutet Infrastrukturausbau, das bedeutet zusätzliche Angebote, das bedeutet zusätzliche Qualität, und das ist sozusagen die richtige Reihenfolge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und letzter Punkt, Frau Kollegin Wissler, Stichwort die Tickets mit allem, was dazugehört. Wir haben uns auch Gedanken gemacht über die Frage, wie man in diesen Bereichen attraktiver werden kann. Und das Schülerticket ist ein Beispiel, wie man mit einem nicht kostenlosen, aber attraktiven und bezahlbaren Angebot, das mehr bietet, am Ende auch mehr Kunden gewinnt. Es sind über 100.000 Schülertickets schon mehr verkauft worden als im Jahr davor. Und ich will an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, an manchen Punkten ist es zu teuer, ganz klar. Übrigens haben die Erfahrungen mit dem Schülerticket den NVV dazu gebracht, dass er die beiden höchsten Tarifstufen abschafft, weil sie nämlich gemerkt haben, entgegen dem, was sie vorher gedacht haben, dass die höchsten Zuwächse im freien Verkauf beim Schülerticket ausgerechnet in Waldeck-Frankenberg und Hersfeld-Rotenburg waren, da wo man am weitesten von Kassel weg ist. Offensichtlich war da vorher der Preis zu hoch. Aber man sieht dann, wenn er an dieser Stelle attraktiv ist, dann sind die Leute auch bereit, für ein ordentliches Angebot einen angemessenen Preis zu bezahlen. Wir werden uns weiter Gedanken machen, auch über die Tickets. Ich will an dieser Stelle nur noch einmal sagen, 30.000 Nutzer inzwischen bei RMV Smart, wo entfernungsabhängig abgerechnet wird und nicht mehr über Waben. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle weitermachen. Weil natürlich kann man es auch keinem erklären, wenn er von Offenbach-Kaiserlei nach Frankfurt-Höchst 22 Minuten in der S1 fährt und 2,75 € zahlt, wenn er sozusagen eine Station früher einsteigt, von Offenbach-Ledermuseum bis Frankfurt-Mühlberg, dass er dann 4,90 € zahlt. Daran müssen wir arbeiten. Ja, ja, aber Sie sagen, genau daran arbeitet der RMV auch. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben. Die Tageskarte kostet inzwischen im gesamten RMV-Gebiet, auch in Frankfurt, auch in Wiesbaden, auch in Mainz, weniger als 2 Einzelfahrscheine. Das gibt es so in keinem anderen großen Verkehrsverbund. Ich weiß, dass der Peter Feldmann denkt, er war es. Ich war allerdings bei den Verhandlungen dabei. Mehr sage ich jetzt nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, ich glaube, dass wir in diesen Bereichen vorankommen werden. Ich glaube, dass wir Angebot und Qualität verbessern müssen. Ich bin dafür, dass die Bundesregierung uns dabei unterstützt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hilft halt nichts, Briefe nach Brüssel zu schicken, die schon eine Woche später nicht mehr gelten. Das ist am Ende der hessische Weg, nämlich langfristig an der Verbesserung zu arbeiten und nicht etwas zu versprechen, was man gar nicht einhalten kann, ist aus meiner Sicht das, was am Ende den Bürgerinnen und Bürgern und Bussen und Bahnen am meisten hilft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es gibt eine Vereinbarung, dass wir den Dringlichen Antrag nicht abstimmen, sondern in den zuständigen Fachausschuss überweisen. Ist das so? Ja, dann machen wir es so. Dann wird der Antrag Top 62, 19, 60, 99 in den Wirtschaftsausschuss überwiesen. Ja.